Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von den besten Karten in Yu-Gi-Oh!, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die ich persönlich zu den besten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Zähle. Bitte beachtet, dass ich in diesem Format hier maximal eine verbotene Karte pro Folge dran nehme, denn die sind ja relativ lame, also man kann sich zumindest denken bei den meisten verbotenen Karten, warum sie sehr gut sind. Deswegen will ich das Format nicht mit denen überfluten, aber eine verbotene Karte pro Folge ist möglich. Und ihr könnt mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben, welche Karten ich mal in diesem Format erwähnen soll und was ihr von den Karten haltet, die ich heute zeigen werde. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Heute beginnen wir mit der Karte Nummer 41, Baguska, der schrecklich müde Tapir. Und dieses Monster hier kam vor kurzem raus und es ist eins der besten XC-Monster aller Zeiten, denn die Karte hier ist ein Rang 4 XC-Monster mit der Eigenschaft Erde, den Typen Unterwäldler und den Werten 2100-2000. Und beschworen wird die Karte mit zwei Monstern der Stufe 4, also komplett generisch und der Effekt ist wirklich OP. Once per Turn während der Standby-Phase hänge ein XC-Material von dieser Karte ab. Falls du dies nicht kannst, zerstöre diese Karte. Diese Karte in Angriffsposition kann nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden, dein Gegner kann diese Karte in Angriffsposition nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Aber Leute, solange diese Karte in offener Verteidigungsposition liegt, ändere alle offenen Monster auf dem Feld in die Verteidigungsposition und außerdem annulliere die aktivierten Effekte von Monstern, die in Verteidigungsposition lagen, als der Effekt aktiviert wurde. Das heißt, diese Karte hier dreht einfach mal alles in Death, was es in Death drehen kann, wenn die Karte hier in Death liegt. Und das ist halt ein kleines Floodgate fast schon. Ich meine, was will der Gegner machen? Wenn der Gegner keine Link-Monster rausbekommen kann ohne Monstereffekte, hat er ein riesiges Problem. Weil dann dreht man alles in Death, was der Gegner hat, und der Gegner hat keine Effekte. Er kann nicht über das hier drüber angreifen, es geht einfach nicht. Und dann, naja, kann man einfach eine Weile stallen. Und die Karte ist, wie gesagt, komplett generisch. Also wenn man kaum was bauen kann, kann man trotzdem einfach den Baguska hinlegen mit zwei Materialien. Und dann liegt er da und der Gegner schaut in seiner Runde in die Röhre, weil er an dem Ding einfach nicht vorbeikommt. Und das ist halt wirklich cool. Also das ist eines der besten Rang 4 XC-Monster, die ich je gesehen habe. Und auch der Effekt in Angriffsposition ist einfach ein solider Schutzeffekt. Also warum nicht, ja? Die Karte ist rundum solide und kann auch angreifen, wenn man das möchte. Kein Thema. Und ich denke mal, dass wir die Karte irgendwann mal auf einer Bandlist sehen könnten, wenn sie zu sehr abused wird, weil das ist wirklich etwas grenzwertig. Dass ein XC-Monster so viel machen kann, wäre von der Weide noch undenkbar gewesen, aber hier ist es der Fall. Und das ist eine der besten Stall-Karten, die ich je gesehen habe. Holy shit, also allein dieser Effekt, dass alles in Death gedreht wird, was quasi kein Link-Monster ist, ist schon ziemlich OP und dass die Karte dann auch noch einen guten Effekt in Angriffsposition hat, ja, das ist schon ziemlich solide und die Karte muss auf jeden Fall in diesem Format landen, weil die Karte ist wie gesagt komplett generisch und wird auch in der Top-Meta sehr gerne gesehen. Doch die nächste Karte ist auch sehr gerne in der Meta gesehen und zwar die Karte Wiedergeburt. Eine normale Zauberkarte mit dem Effekt, wähle ein Monster im Friedhof eines beliebigen Spielers, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Und ja, dieser Effekt ist ziemlich gut nach wie vor, aber nicht mehr komplett broken. Aber die Karte muss trotzdem hier erwähnt werden, das ist ganz klar. Mittlerweile ist die Karte nicht mehr das, was sie mal war, denn früher war sie quasi sofort ein Insta-Win. Und mittlerweile ist sie eher quasi eine neutrale Zauberkarte, die ein Material wiederholt. Es gibt einige Einsatzmöglichkeiten, die ziemlich OP sind, beispielsweise in Palio, wo man einfach so Totally Awesome wiederholen kann, mit Negate-Effekt. Das ist halt schon ziemlich gut. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, die Karte krass zu abusen, aber nichts davon ist wirklich unfair, aber solide ist sie allemal. Die Karte sollte nicht auf 3 zurückkommen, das wäre, glaube ich, nicht so sinnvoll. Aber wenn man die Karte jetzt mit Seelenlast oder so vergleicht, muss man einfach sagen, die Karte ist kein Insta-Win, während Seelenlast einfach komplett OP ist. Also naja, Seelenlast sollte vielleicht mal auf 0 gehen, aber Wiedergeburt ist auf 1, denke ich, gerade ganz gut aufgehoben. Und ich habe auch vor kurzem mal ein separates Video zu der Karte gemacht, aber ich wollte sie jetzt nochmal ansprechen, damit auch wirklich nochmal der Fokus auf die Karte gelegt wird, weil die ist aktuell ziemlich relevant und so ziemlich jeder überlegt halt, wie man die Karte noch abusen kann heutzutage. Aber sie ist halt mittlerweile eher quasi eine Special Summon aus dem Grave, um ein weiteres Play zu enablen oder um halt diverse Monster vom Grave wiederzuholen. Aber nichts davon ist komplett broken. Und wer sich jetzt immer noch fragt, warum die Karte Voreiliges Begräbnis immer noch verboten ist, während Wiedergeburt wieder auf 1 gegangen ist, ganz einfach, Voreiliges Begräbnis kann man loopen. Sie ist zwar an jedem Punkt sonst schlechter, aber Wiedergeburt kannst du halt nicht so leicht loopen und deswegen ist die Karte balanced, während Voreiliges Begräbnis so nie wieder zurückkommen kann. Doch von der nostalgischen Wiedergeburt kommen wir jetzt zu einer ganz anderen Karte, und zwar zu der Karte Destrudo, der Schauer des verschwundenen Drachen. Das ist eine sehr interessante Finsternis-Monster-Karte der Stufe 7 mit dem Typen Drache und den Werten 1000, 3000. Und die Karte ist ein Empfängermonster mit dem Effekt,
Falls sich diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindet, du kannst die Hälfte deiner Life Points zahlen und dann ein Monster der Stufe 6 oder niedriger wählen, das du kontrollierst, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung und falls du dies tust, wird die Stufe dieser Karte um die Stufe des als Ziel gewählten Monsters verringert. Außerdem lege diese Karte unter das Deck, falls sie das Spielfeld verlässt. Du kannst diesen Effekt von Destrudo, der Schauer des verschwundenen Drachen, nur einmal pro Spielzug verwenden. Und die Karte hier ist richtig, richtig nice für diverse Combo-Plays, vor allem in ABC, einem Deckthema, das nach wie vor ziemlich solide ist. Und die Karte ist sogar noch ein Empfänger, ja? Muss man auch dazu sagen, weil es gibt ein sehr, sehr schönes Play auf den antiken Feendrachen, denn die Sache ist die ganzen ABC-Teile sind alle Stufe 4 Monster. Das heißt, wenn man den Destrudo vom Grave wiederholt, oder von der Hand meinetwegen, dann zahlt man die Hälfte der Life Points, dann wählt man ein ABC-Teil, dann sinkt die Stufe von Destrudo auf 3 und dann kann man mit dem Destrudo und dem ABC-Teil einen antiken Feendrachen bauen. So. Und der sorgt dann quasi dafür, dass man den Feedspell loopen kann, der zwar nur einmal pro Runde aktivierbar ist, aber man kann ihn halt dann nochmal aktivieren in der nächsten Runde quasi. Also man hat quasi den Sucheffekt dann nochmal. Und das ist sehr, sehr cool. Und wenn dann der antike Feendrache da liegt, kann man ihn loswerden, indem man halt einfach einen, ja, was weiß ich, die Kotorka oder so baut. Dann ist er kein Problem mehr. Und dann kann man fröhlich seine ABC Dragonbuster bauen. Und das ist halt einfach alles ziemlich nice, muss ich sagen. Und ABC ist ein sehr starkes Deck. Und das ist nicht die einzige Möglichkeit für das Trudo. Das ist einfach eine prima Spam-Karte. Und alles, was irgendwie auf Spam aufbaut, kann die Karte theoretisch spielen, weil sie einfach, ja, grundsolide ist. Die Karte muss auf jeden Fall in dieses Format hier rein. Ich denke mal, das ist auch jedem klar. Ich habe mir die Karte für eine Weile aufgehoben, aber so langsam muss ich sie mal bringen. Ich denke nicht, dass die Karte für immer mega relevant sein wird, aber aktuell, ja, ist sie auf jeden Fall stark genug für dieses Format. Und da will ich mir die Chance nicht entgehen lassen, sie hier mal anzusprechen. Sehr, sehr solide Karte. Und ich finde es einfach sehr, sehr cool, dass ich ABC so gut halten kann, weil es in meinen Augen schon ein nostalgisches Deckthema ist, weil es halt an sehr alte Karten angelehnt ist. Doch jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Deckthema, und zwar zu der Karte Orakel der Zephra und somit auch zu dem Deckthema Zephra. Denn die Karte hier ist der Feedspell von den Zephras, einem Deckthema, was aktuell relativ beliebt ist. Da gibt es auf jeden Fall coole Möglichkeiten, weil der ganze Pendel-Spam gerade ziemlich solide ist. Dank so Karten wie halt Metal for Electrum. Ich denke mal, das ist kein Geheimnis, dass die Karte Pendeldecks mal wieder etwas stärker gemacht hat. Und man kann diese Zephras sehr schön mixen mit diversen Pendelhaufen. Und somit ist die Karte auf jeden Fall gerade relevant genug für dieses Format. Und der Effekt ist auch nicht übel. Wenn diese Karte aktiviert wird, füge deiner Hand ein Zephra-Monster von deinem Deck hinzu. Wenn du eine Ritualbeschwörung durchführst und ein Zephra-Monster dafür verwendest, oder wenn du eine Spezialbeschwörung durchführst und dafür ein Zephra-Monster als Material verwendest, kannst du diese Effekte aktivieren, abhängig vom beschworenen Monster, einmal pro Spielzug. Ritual, mische ein Monster vom Spielfeld ins Deck. Fusion, beschwöre ein Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Synchro, bestimme ein Monster von deinem Deck und lege es auf dein Deck. Das wurde am meisten verwendet, glaube ich. Und Xyz, ziehe eine Karte, dann wirf eine Karte ab. Du kannst nur ein Orakel der Zephra pro Spielzug aktivieren. Und die Karte hier ist vor allem für den Sucheffekt gut, aber diese ganzen Bonuseffekte können auch praktisch kommen, wenn man halt die richtigen Kombos spielt. Man muss dann halt wirklich auch, ja, Ritual, Fusion, Synchro oder Xyz spielen innerhalb des Deckthemas, um dann halt diese Effekte zu aktivieren. Es gibt leider keinen Link-Effekt für Orakel der Zephra, weil die Karte schon älter ist als Link. Das ist ein bisschen schade, aber auch so schon ist die Karte gut genug auf jeden Fall für dieses Format hier, ganz klar. Denn Zephra erfreut sich gerade einem kleinen Hype, was sehr schön ist, weil das schon ein sehr skillvolles Deckthema ist, wie ich finde. Also da gibt es diverse Karten und die Plays sind teilweise relativ komplex. Also es gibt einfache Deckthemen zu spielen. Und ich finde es immer ganz schön, wenn solche Deckthemen eine gewisse Spielstärke haben. Und Zephra hat auf jeden Fall da eine Menge Potenzial. Und ich würde sagen, den Feedspell kann man hier auf jeden Fall erwähnen. Sehr, sehr gute Supportkarte für Zephra. Und ich finde die Karte generell sehr interessant aufgebaut mit den ganzen Bonuseffekten. Und wenn man die richtig abused, kann das ziemlich böse werden. Doch um die Fanbase mal wieder ein bisschen zu triggern, habe ich mir gedacht, bringe ich mal die Karte Elementarheld Stratos hier mit rein. Denn die Karte ist schon seit Jahren ein Meme, weil die Karte schon seit Jahren verboten ist, obwohl sie das überhaupt nicht verdient hat. Die Karte ist ein Stufe 4 Windmonster mit dem Typen Krieger und die Karte hat 1800 ATK und 300 Def und der Effekt, wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Erstens, du kannst zaubern Fallenkarten auf dem Feld bis zur Anzahl anderer Heldmonster zerstören, die du kontrollierst. Zweitens, füge deiner Hand ein Heldmonster von deinem Deck hinzu. Und man muss einfach sagen, die Karte ist nicht mehr OP. Denn Leute, Spell und Traps sind an sich gar nicht mehr so wichtig. Wir benutzen heutzutage hauptsächlich Handtraps eigentlich. Und die meisten Traps, die da liegen, sind halt irgendwelche Soulland-Karten. Also Solemn Strike, Solemn Warning, Solemn Judgment. Und naja, gegen diese Karten hat Stratos nicht wirklich eine Chance, ne? Also wenn Stratos gefährlich werden würde, kann man ihn einfach striken und dann geht er neutral. Und das ist dann keine krasse Bedrohung mehr. Und somit ist dieser Spell-Trap-Crush-Effekt gar nicht mal mehr so relevant.
Und der Sucheffekt, dass man Heldenmonster suchen kann, das ist jetzt nicht wirklich unfair, ne? Also natürlich ist das ein guter Effekt, keine Frage, aber broken ist das halt nicht unbedingt. Und deswegen denken sich einige Fans, okay, die Karte kann zurückkommen. Und ich stimme diesen Fans sogar zu, ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass Elemental Stratos noch auf 0 gehört. Ich würde die Karte einfach mal vorsichtig auf 1 zurückbringen und schauen, was das Deckthema macht. Ich meine, wieso nicht, ja? Es gibt zwar so ein bisschen Helden-Spam-Decks und so, da gibt es Möglichkeiten. Und ja, man kann damit auch Schicksalshelden raussuchen. Aber ist das wirklich stark genug für die Bandlist? Ich weiß nicht. Aber gut genug für dieses Format ist die Karte auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich sie hier mal erwähnen und quasi dieses Thema nochmal neu ansprechen. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung zu der Karte schreiben. Ich finde, die Karte kann aktuell auf 1 gehen. Und ich würde es sehr cool finden, wenn Konami das mal ausprobiert, weil die Fans schreien schon seit Jahren danach. Aber es ist halt mittlerweile einfach zum Meme geworden, dass die Karte banned ist. Und ich glaube fast, dass sich daran erstmal nichts ändern wird. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Die besten Karten in Yu-Gi-Oh! Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet, die ich heute erwähnt habe. Und ihr könnt mir gerne weitere Karten in den Kommentaren vorschlagen, die ich mal in diesem Format erwähnen soll. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.